Hey Team, welcome back to the channel. Es ist ein super Tag, um einen super Tag zu haben. Sit back, relax and enjoy the vlog. Got another new day, still I'm feeling this place. I keep going down, down, down. Too many years going by. Caught in an action, I can't rewind. Oh. And in my head, I'm screaming. But out of my mind, I'm still too young. So, und das ist meine Morgenroutine. Wie ihr gesehen habt, habe ich am Anfang mehr Affirmationen aufgeschrieben, positive Glaubenssätze, positive Affirmations aufgeschrieben. Weil genau so Tage, wenn das Wetter vielleicht nicht das Schönste der Welt ist, wie man es sich wünscht, ist es extrem wichtig, dass wir positiv eingestellt bleiben, dass wir wirklich den Tag starten mit positiven Gedanken, positiven Emotionen und dass man sich selber sagen kann, wie man sich fühlen will und was man für einen Tag haben will. Und so kann man wirklich auch seine Emotionen so ein bisschen steuern und ist nicht abhängig oder von externen Faktoren wie das Wetter, wie was jetzt passieren wird und so weiter. Und dann habe ich noch 5 Minuten meditiert. Das ist für mich fast das Schwierigste an dieser Morgenroutine. Es ist aber extrem, extrem hilfreich, um eben im Alltag weniger gestresst zu sein, auch so ein bisschen weniger emotional, weniger reaktiv, weniger impulsiv zu reagieren. Also es hilft mir wirklich auch extrem, ist so wichtig. Und dann geht es dann raus, mindestens 5 Minuten an die frische Luft und mehr bewegen. Ich kann die Morgenroutine wirklich jeder Person empfehlen. Egal ob du Fitnessziel hast, ob du selbstständig bist, angestellt bist, Kinder hast. Jeder Person, weil es ist extrem wichtig auch, dass du den Tag startest, indem du kurz, dass du nur 15 Minuten etwas für dich machst. Und es muss nicht mal länger als 15 Minuten gehen. Das heisst, ich war jetzt noch nicht am Handy, weiss noch nicht, was abgeht auf der Welt. So können wir wirklich den Tag an mit positiven Gedanken, mit Self-Care, mit Fokus auf das, was wir wollen sein, was wir wollen werden, was wir erreichen. Also ich kann euch die Morgenroutine wirklich zu 100% weiterempfehlen. So, dann geht es ab aufs Laufband. Und da ich noch nicht gegessen habe und doch schon ein bisschen Hunger habe, gibt es gerade hier einen Scoop EAAs, Essential Amino Acids. Das habe ich im letzten Video schon erklärt, für einen Muskelschutz, damit ich hier schon ein bisschen Proteine zu mir genommen habe und meine tägliche Dosis Kreatin. Aber bevor es ins Gym geht, müssen wir noch den hier loswerden. Hey, manchmal verstehe ich wirklich nicht, dass es mit den Leuten nicht richtig läuft. Das habe ich hergeschrieben, dass sie so den Filter putzen und what the hell is wrong with people? Genau deswegen habe ich eine Morgenroutine. Ist alles gut, das Leben ist schön. Oh mein Gott, was passiert, wenn du dich einparkierst, Mann? Scheiße. Yes, ich freue mich jetzt so richtig. Und zwar habe ich in 2 Wochen ein Teamtreffen mit meinen Coaches aus der Gegend, also aus der ganzen Schweiz. Sie kommen daher, bis jetzt sind 7 Coaches. Und dann haben wir noch einen Workshop im Gym, im Pure Gym. Und die Managerin, Clubmanagerin hat mir gesagt, ich darf mit ihnen mitkommen ins Gym und sie können das Probetraining machen. Das ist so ein bisschen meine Angst, ich darf mit 7, 8, 9, 10 Leuten kommen, ins Gym kommen, einfach so, weil sie keine Mitgliedschaft haben. Also es freut mich so richtig. Und yes, der Tag hat so richtig gut gestartet, habe schon meine Schritte gemacht, habe gearbeitet, auf dem Laufband sehr viel erledigt. Und ab
nach Hause, weil ich habe so Hunger. Ich bin da mein Rücken am Abschwitzen, hey, ganz schweißig runtergelaufen und ich habe so Hunger. Also es ist wirklich Zeit, dass ich jetzt esse und back to work. So sieht meine erste Mahlzeit vom Tag aus. Heidelbeere, 2 Scheiben Toast mit 3 Eier und hier den Proteinshake, den ich noch nie hatte. Mal schauen, ob der gut ist. Und ich schaue wirklich, dass ich immer Proteine habe, Früchte oder Gemüse habe. Und es ist extrem wichtig, dass wir da wirklich auf die Ernährung schauen, auch wenn wir das Essen nicht tracken, um abzunehmen oder Körperfett abzubauen. Let's get crazy! Ich bin fast am Einpennen hier im Bürostuhl. Denkt, hey, let's get crazy, es ist jetzt Zeit für das Workout. Coffee Break. Und zwar gehe ich mir hier einen doppelten Espresso. Wieso auch nicht? Why not? Let's get crazy. Es ist eh Beintraining. Also habe ich hier die vom Migros. Und mir nimmt es Wunder, wie viel Kaffees konsumiert ihr pro Tag? Und ich frage mich immer, hey, wieso geht es Alben immer so langsam? Manchmal, wenn ich jetzt nochmal anhalten, mache ich ein bisschen auf, nicht dass die Kapsel verschwendet. Und wenn ich nochmal drauf drücke, kommt ein bisschen mehr als vorher. Aber ist es normal, dass es aber so langsam kommt? Und dann geht es hier aus Pre-Workout, Kohlenhydrat, also wirklich Burstzucker, Pop-Tarts. Kommentiert, ob ihr das kennt. Das kaufe ich mir immer in Amerika und jetzt ist es in der Schweiz auch angekommen, im Migros, aber 50%, weil ich glaube, nach ein paar Wochen haben sie gemerkt, dass es niemand kauft, weil es niemand wirklich kennt. Immerhin, wenn wir die Nährwerte anschauen, oder wir sehen hier wirklich sehr viel Kohlenhydrate, Zucker. Also wirklich ideal für vor oder nach dem Training. Oder wir wollen immer ums Training herum Zucker, also Kohlenhydrate in Form von Zucker konsumieren. Wow! Yes! Let's go! Und wenn ich schon dabei bin, dann schon schnell eine Pause machen und euch ein Live-Update geben. Hey, wie geil ist das? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das? Ich hoffe, es fokussiert. Und zwar habe ich gerade eine Abstimmung gemacht auf Insta, weil darum ja, wie ich gesagt habe im letzten Vlog, einen viertägigen kostenlosen Workshop anbieten. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne teilen, schreibt mir auf Insta, wenn ihr mehr Infos dazu wollt. Aber da geht es darum, dass ich meine Follower abstimmen lasse, wie ich den Namen von diesem Workshop, das ist keine Challenge, ein Workshop, so eine Art Masterclass, wie ich das so nenne, den Workshop. Und ich coache ja hauptsächlich Frauen, deswegen hatte ich die zwei Optionen gehabt. Bikini, Body und Jockey, beides wollte ich. Oder Wohlfühlen Bikini mit einem Glas Martini. Oder ich coache hauptsächlich Frauen, deswegen die nehmen mit dem Bikini, weil die Coaches, die ich habe, die wollen hauptsächlich Bauchfett verlieren, Körperfett verlieren, Muskeln aufbauen, den Körper straffen, Körper definieren, um sich richtig wohl zu fühlen im Bikini. Nicht nur im Bikini, aber auch vor allem im Bikini im Sommer. Das ist halt für viele von meinen Coaches, von dieser Zielgruppe, ein Ziel. Und jetzt freue ich mich richtig, in diesen 4 Tagen ihnen können wirklich so viel Mehrwert wie möglich zu geben. Und ich werde euch dann natürlich auch mitnehmen und euch, das ist natürlich langfristig gesehen, euch auch viele Tipps geben für euer Fitnessziel. Also schreibt unbedingt auch rein in den Kommentaren, was ihr, also im Kommentarfeld, was ihr für Tipps wollt sehen zum Training, zur Ernährung, Mindset, Lifestyle. Weil mit diesem YouTube-Channel ist auch mein Ziel natürlich, euch weiterzuhelfen. Klar, es ist ein Vlog, wo ich euch zeige, wie ich den Fitness-Lifestyle auslebe und euch auch so ein bisschen zu motivieren. Aber ich werde euch auch weiterhelfen mit ganz wichtigen Tipps oder ganz wichtigen, ich kann gar nicht mehr reden, ganz wichtigen Informationen. Ich zeige euch auch noch schnell einen Flyer, den ich am Vorbereiten bin, genau für den Workshop, den ich erzählt habe. Und hier, wartet schnell, wo ist da meine schöne, wunderschöne Freundin? Yes, das ist dann, das Foto ist entstanden, wo wir in Hawaii waren mit meiner Freundin Olivia. Und das Thema hier, Wohlfühlen im Bikini mit einem Glas Martini. Hat also nicht nur mehr allein, wo ich hier tue, aber auch meine Freundin Olivia, die vor allem ist so im Bikini, deswegen habe ich gedacht, es passt. Hier im Hintergrund mit dem Strand, das ist zwar nicht Hawaii, keine Ahnung, wo das ist, aber das ist behind the scenes, wenn ich da eben da den Flyer am Vorbereiten bin für den Workshop, der wir kostenlos sind. We see we're growing older, God waits upon our shoulders. I know this can't be it for us. We're still so young.
So, mein Beintraining ist fertig. Meine Beine sind richtig am Arsch. Ich tue noch hier Beschreibung. Ganze Leg-Workout rein, plus noch Bauchübungen, die ich mache. Das ist meine Lieblingsbauchübung. Macht die mal. Wenn ihr Anfänger seid, wird es natürlich zu schwierig sein, aber gebt mir Bescheid, ob ihr die Übung auch schon könnt. Wer es schafft, macht es unbedingt. Okay? 3 Sätze, 8 bis 12 Reps. Probiert die Übung unbedingt aus. Hanging Leg Raises, wirklich mit den Zehen bis zur Stange rauf. Bauch richtig anspannen, ganz Bauch anspannen. 3 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Probiert es mal aus. Sagen, es geht richtig ab. So, ich bin gerade vom Gym heimgekommen und habe eine ganz wichtige Message, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, bevor ich den Vlog hier abschließe. An dieser Stelle wirklich vielen Dank, dass du Teil bist von dieser Journey. Like das Video, abonniere meinen Kanal, falls du einen Mehrwert hast. Und ich werde dir wirklich das mit auf den Weg geben, was ich heute meinen Coaches auch mit auf den Weg geben habe. Und zwar möchte ich wirklich, dass du verstehst, dass du auf dieser Welt geboren bist. Okay? Du bist geboren, um grossartige Sachen können zu erreichen. Und damit meine ich nicht, dass es heisst, dass du geboren bist, um irgendein Präsident vom Land oder irgendein weiss nicht wer zu werden, sondern es kann einfach heissen, du bist geboren worden, um eine grossartige Mutter zu sein, um ein grossartiger Vater zu sein, ein grossartiger Bruder, eine grossartige Schwester, eine grossartige Tante, ein grossartiger Onkel, ein grossartiger Grossvater, Grossmutter, eine grossartige Mitarbeiterin, eine grossartige Geschäftsführerin, eine grossartige Person oder einfach eine grossartige Persönlichkeit. Ich bin fest überzeugt, du bist auf dieser Welt geboren, um wirklich Grossartiges zu erreichen. Und das ist der Grund, wieso ich Fitness liebe, weil Fitness tut uns wirklich bestärken, es tut unsere Persönlichkeit auch stärker machen, es tut unsere Persönlichkeit entwickeln und es zeigt uns, dass wenn wir uns an die Arbeit machen, wenn wir wirklich dranbleiben mit dem Ziel, an uns arbeiten, dass wir dann auch wirklich Ergebnisse bekommen, dass wir dann auch Sachen erreichen können. Und indem du an dir arbeitest, indem du trainierst, indem du auf die Ernährung schaust, indem du natürlich auch zu deiner mentalen Gesundheit schaust, indem du an dir arbeitest und deine Fitnessziele erreichst, wirst du auch zu dieser bestmöglichen Version. Und das ist für mich die Definition von einer grossartigen Person werden. Oder ist, indem du jetzt, heute, das machst, was du machen kannst, was in deinen Händen liegt, okay? Dass du echt das machst, was möglich ist, gerade in dem Moment, um die beste Version von dir selber zu werden. Um so wirklich die grossartige Person zu werden, wofür du geboren bist. Okay? Und vielleicht ist es bei dir schon so seit Jahren, vielleicht schon seit sehr langer Zeit, wo du mal wie das Gefühl hast, hey, ich habe das Gefühl, ich bin gemacht, um etwas Grossartiges zu erreichen. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, der beste Moment, um jetzt das auch wirklich zu verwirklichen. Das ist so ein meine Message, die ich hier für dich habe, an dieser Stelle und für all die mir zuhören auf Social Media. Ich glaube wirklich an dich, dass du das wirst schaffen. Was auch immer du dir vornimmst, du wirst das Ziel erreichen und du wirst grossartige Sachen können erreichen. Falls dir das niemand gesagt hat, bin ich da, um es dir zu zeigen und auch all denen, die auf Social Media mir zuhören, dass ihr da auf dieser Welt seid, um grossartige Sachen zu erreichen seid.